Willkommen zurück zu Die Sims 4. Warum stehst du hier draußen und gehst nicht ins Bett? Da liegt schon jemand. Ich bin hingegangen und habe unseren Freund Federico Barbosa in die Familie eingeladen und habe ihm auch gleich neue Klamotten gegeben. Das andere war das, was er da getragen hatte mit den unendlich vielen Reißverschlüssen. Das war sein Party-Outfit. Dementsprechend habe ich da auch da was getan, aber das ist sein Standard-Outfit jetzt. Er ist ja so ein bisschen der Geek-Bro. Und dementsprechend hatte er jetzt hier auch was Neues bekommen. Wer ist da gerade rausgerannt? Obama. Obama musste unbedingt den Mond nochmal über Nacht sehen. So, wir haben einen neuen Mitbewohner. Was bedeutet, wir haben ein neues Problem. Und zwar, wo schläft jetzt wer? Im Endeffekt. Doch aktuell geht's noch, weil wir das Bett hier haben. Entsprechend, du kannst ruhig hier oben schlafen. Gucken wir mal ganz kurz, was du hast. Du arbeitest auch als Projektmanager, als Tech-Guru. Interessant. Hast aber kein Videogame-Skill oder Programming-Skill. Also, wie auch immer du da hingekommen bist. I don't know. So, Obamalein. Auch du musst schlafen und du schläfst jetzt ebenfalls hier oben. Du musst vermutlich auch wieder... Oh, du musst erst in 3 Tagen wieder raus, aber du musst halt trotzdem einen guten Rhythmus beibehalten. Nur weil Wochenende ist, heißt es nicht, dass man seinen kompletten Rhythmus aus dem Fenster werfen darf. Francisco Salazar ist wieder mal draußen herumrennen um fast Mitternacht. Ich will gar nicht wissen, was du vorhast. Okay, und damit haben wir jetzt schon wieder jeden am Schlafen. Das heißt, wir warten eigentlich nur noch auf sie und... Oh, sie ist aber richtig müde. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Da ist sie. So, ich würde sagen, das ist die gute Frage. Am liebsten würde ich sie noch was essen lassen. Holy shit, wie viel Müll liegt denn hier herum? Ich will mal ganz kurz so frei und schmeiß wenigstens den Müll in den Mülleimer. Und dann würde ich sagen, du isst tatsächlich auch noch was. Kriegst du das hin? Obwohl, Essen ist nicht so schlimm. Leg dich einfach schlafen. Okay, so geht's tatsächlich. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, geht in Ordnung. Ja, also der Essenswert ist zwar nicht schön, aber ich denke, es ist besser, als beim Essen einzuschlafen. Denn das könnte ja hochgefährlich sein, zwar nicht in dem Spiel, aber... Hört auf, ich habe immer noch diesen Brunnen da. Ich meine, der stört nicht, außer man geht halt super nah ran. Dann geht es schon wieder nicht in Ordnung. Holy shit, im roten Bereich. Gehe ins Bett, dankeschön. Okay, oh boy, du kannst eigentlich schon fast wieder aufstehen. Das machst du auch, wunderbar. Das Essen, oh, 31 Minuten noch. Dann nimm dir bitte was und dann schmeiß ich den Rest schnell in den Kühlschrank. Go, go, go. Wunderbar. Problem beseitigt. Was hast du sonst noch? Ach, so einfach nur hungry. Gut, das sollte ein Problem sein, das wir beheben können. Danach musst du duschen. Und du musst in 4 Stunden schon wieder arbeiten. Du hast noch nicht mit deinen Zeichnungen begonnen. Was eh nicht allzu viel bringen sollte, aber gut. So, sie hat noch niemanden. Sie hat theoretisch Obama, aber da müssen wir auch noch ein bisschen dran schnitzen. Aber ihr beide habt theoretisch frei. Du hast Hunger, also auch du ab an den Kühlschrank. Und nimm dir was. Das Active Sim tend to be energized and enjoy exercise. Ja. Also wie Emma im Endeffekt, aber du warst für Aubrey vorbestimmt. So, ebenfalls hungrig, also ab mit dem Salat ins Gesicht. Oh, und du musst eigentlich auf Klo, erst Klo, erst Klo. Dann steht ihr euch auch nicht gegenseitig auf den Füßen und das Zeug ist abgelaufen. Yikes. So, die anderen beiden. Du bist eigentlich auch schon wieder wach, also... Raus mit dir. Sehr schön, du bist fertig. Okay, musst du aber noch die Hände waschen. Also abbrechen hier eine Sache. Warten, warten, warten. Ach du Heilige. Tja, ich weiß jemanden, der das gleiche sauber machen darf. So, Emma, was ist los? Achso, irgendwie essenstechnisch willst du da jetzt gerade nicht mitmachen. Dann räum erstmal das eine Zeug aus, weil es ja sein kann, dass es jetzt auf einmal alle gegangen ist.
Hier ist irgendwo Müll angeblich, wo auch immer du gerade dich befindest. Achso, du läufst gerade davon weg. Alles klar. No, 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 no. Aubrey, Aubrey, Aubrey. Ach, oder nimm dir was zu essen. Von mir aus. Oh, wir haben bald nichts mehr zu essen im Haus. Jetzt, wo wir wieder auf 6 Leute hoch sind. Da kann das schon mal wieder sehr schnell alle gehen. Oh, du hast kaputt bekommen. Großes Kino. Mädel, mach das sauber. Du, Ding Dong, gehst hin und suchst das Zeug durch. Sade Dickerson. Quincy Tamayo. Ach ja, stimmt. Du, wenn du endlich dein Essen in dich reingeschaufelt hast, reparierst du das? Beziehungsweise mobb das erstmal weg und dann mach das. So, du gehst hin, machst das. Und dann kannst du ruhig mal... Eigentlich darfst du keinen Sport treiben, sondern du musst anfangen Programming und Videogame. Und wo läufst du zur Hölle hin? I don't know. No idea. Oh, das ist da. Das steht im Wasser mit nackten Füßen. Und da springen die Funken. Holy shit. So, Mädel, du hast erst in 2 Tagen wieder Arbeit. Hast du erneut Hunger oder immer noch? Ich glaube, da hat jemand seinen Fischtaco nicht aufgegessen, ja. Okay. Salvage Parts. Und dann haben wir es hoffentlich. Was sind jetzt schon wieder? Das eine hast du doch repariert gehabt. Ah, du musst schon wieder arbeiten. Du hast fertig. So, Gasser ins Ball. Ne, brauchst du nicht. Mach einfach Sell. Aber du könntest noch ein bisschen Spaß gebrauchen. Also ab Videospiele, bis du zur Arbeit musst. So, Obama ist wach. Obama hat auch Hunger, logischerweise. Oh boy, was ist denn jetzt hier angeblich immer noch? Bad Aftertaste. Poorly made food. Super Kino, hey. Es ist schon anstrengend. No, don't chat. Du gehst hin und... Wo hast du deine Gitarre abgestellt? Hier oben. Obwohl, du müsstest eigentlich hiermit anfangen. Also, practice. Obwohl, das hast du schon erreicht. Egal, Instrument spielen, egal was ist, funktioniert. So, der Müllmann. Hat hier alles schön sauber gemacht. Gut gemacht. Dann fängst du jetzt an... Practice Programming. Du bist gerade volle Möhre übers Beet gelaufen, du Arsch. Ich hab's gesehen, so ist nicht. So, Obama. Obama ist fertig, müsste aber Schach spielen. Will ich das oder will ich versuchen... Ich werde sie noch ein bisschen schlafen lassen, werde ihn dann tatsächlich ein bisschen Schach spielen lassen. Holy shit, da draußen ist schon wieder was los. Stanley Call. Okay. Oh, ist schon wieder was kaputt gegangen. Also die Mod funktioniert nicht mehr. Großes Kino. So, dann reparieren wir weiter. Hilft dir ja eh, von daher. Vor allem den Wert bringt sie extremst schnell hoch. Holy moly. Wie sie halt das fertigstellen. Ja. Also sie ist mittlerweile richtig gut da drin. Sie braucht noch einen weiteren Breakthrough. Dann hat sie auch den nächsten Schritt für... Oh, 9 möglich. Mad Scientist ist der. Okay. Ich würde ganz gerne eigentlich... Du musst doch zur Arbeit, oder? Ja, seit einer halben Stunde. Los! Nicht nur doof herumstehen, meine Güte. So, Mädel. Du? Outfit every day. Und dann red mal bitte den Kollegen hier an. Friendly Introduction. Denn du hast hier noch was vor. So, du hingegen gehst hier hin. Und redest einfach mal nebenbei mit ihm. Ja, ask if single, genau. Tu das mal. Wäre vielleicht gar nicht mal so falsch zu wissen. Okay. Du... Mark Goodwin. Den könntest du theoretisch auch noch anlabern, wenn du wolltest. Versuch mal, was über den herauszufinden. Stanley Call. Stell dich Stanley vor. Red ein bisschen über eure Interessen.
Frag mal so das grundlegende Zeug. Versuch seine Stimmung zu verbessern. Red nicht mit dem Typen, der Clocks trägt. Und... Smuggler. Oh boy, dann wird er vermutlich auch dementsprechend eine Persönlichkeit haben. Versuch trotzdem ein paar Sachen rauszufinden. So, ihr beiden verbringt ein bisschen Zeit. Du bist hier. Du bist hier. Und ganz aufstehen. Los geht's. Lang genug geschlafen. Abessen zu sich drücken. Und dann ein bisschen mit Obama abhängen. So ein bisschen die Zeit nutzen. Irgendwas herausgefunden? Noch nicht. Tyson Makarevich. Get to know. No, nicht mit Handy spielen. Stop. Ich hasse es, wenn die weglaufen. Get to know. Come on, nicht irgendwo in die Gegend starren. Robert Simpson. Alles klar. I really should get going now. No, you don't. Find ein paar Sachen raus. Holy shit, seine Stimme. Stimme ist... Oh, ist ein Bookworm. Du hast schon wieder Hunger. Hast du nichts gegessen? So überhaupt nichts? Ja, hot-headed. Ja, never mind. Bye, bye. Ich glaube, Person hat genug von dieser Art von Mensch. Surf Brunch. Mach ein paar Sandwiches. Und du brauchst nicht nur so rumstehen. Red mit ihm. Brighton Day. Hast du herausgefunden, ob der Single ist oder nicht? Test Serum. Also ich gehe davon aus, dass es einfach heißt, er ist nicht vergeben. Nice. Dann würde ich sagen... Oh boy. Flirten ist so eigentlich kaum drin. Und du könntest dich auch mal umziehen. Mhm, mach mal dein eigenes Essen. Come on. Ich will wissen, wer das ist. Hillary McAdams. Ah, noch eine McAdams. Oha. Madame ist schwanger. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir mal die Operation Confess Attraction. Und dann gucken wir mal von... wie das im Endeffekt angenommen wird. Well, shit. Smooth recovery. Okay, hat so ein bisschen funktioniert. Das ist so ein bisschen problematisch. Nicht jeder geht diese Sache relativ gut an. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man das relativ simpel hinbekommen kann. Denn wie gesagt, ich habe einen Spielstand, wo es nur darum geht, Romanzen zu starten und möglichst viele Kinder zu produzieren. Und dementsprechend, wenn man zum Beispiel den Romanze-Trade hat, geht es super einfach, wenn man den Skill Beguiling bekommt, gibt es eine extra Funktion, wo man Leute wirklich einfach den Flirty-Mood geben kann. Und so ist es halt super einfach, denn egal, was diese Person gerade vorhat, man kann ihn einfach flirty machen und dann ist er bei Weitem lustiger dabei. So, ihr beiden, redet ihr wenigstens so ein bisschen? Ja, also ihr seid schon so ein bisschen, obwohl du überhaupt nichts über sie weißt. So, du musst auf Klo. Dann begib dich mal auf Klo. Könnt ihr zusammen hingehen, wenn ihr wollt. So. Du machst es jetzt sauber, machst auch das noch weg, wunderbar. Ah, die Frage ist wirklich, ob man bei ihm hingehen sollte. Und erstmal versucht, den Freundschaftswert relativ hoch zu bringen. Vielleicht hilft es ein bisschen mehr. Tell an engaging story. Wen haben wir denn hier? Weißt du was? Stell dich ihm einfach mal vor. Ist zwar ein bisschen schmierig vom Aussehen, aber... schmierig heißt nicht automatisch schwierig. Ask about day. Ask about career. Ask if single. Brighton day. Compliment outfit. Und das ist eine Lüge.
Gossip about neighbors. Get to know. Unemployed. Rogelio Angel. Whoops. Wir wollen nicht unten hingehen, ansonsten... Das Ding ist immer noch da, aber mittlerweile abgeschlossen. Level 3 in Charisma. Das ist gar nicht mal falsch. Umso höher der Charisma-Wert ist, umso einfacher es ist, es wirklich auch mit Leuten zurechtzukommen. Er ist kreativ. Interessant. Dann sollten wir also gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr rausfinden. Tell engaging story. Es wäre ganz schön, wenn du nicht einfach reinrennen und wegrennen würdest. Okay. Gespräch wurde abgebrochen. Ja. Dann machen wir weiter sauber. So, ihr beiden, du musst unbedingt duschen. Dann mach das. Danach muss ich nämlich auch um deine Felder kümmern. Okay. Anstatt hier weiter zu spielen. Stell dich Leuten vor, das kannst du natürlich auch gleich machen. Stellst du dich dem Typen einfach mal kurz vor. Gut gemacht. Damit hast du jetzt 3 von 10 erreicht. Was hast du das eigentlich? Oh, 0 von 4. Wow, das ist also wirklich der Anfang noch. Okay, Mädel. It's time. Auch hier werden wir versuchen... Compliment Appearance. Denn so ein bisschen war ja schon vorhanden, obwohl das komplett abgeklungen ist. Oh boy. Okay. Das wird also alles nicht so einfach. Schade. Liegt vielleicht vermutlich wirklich an diesem anderen Spielstand. Der hat mir das so einfach gemacht. So, mach dann aber bitte mal ganz kurz Smooth Recovery noch. So, und was mit dir? Du hast einfach nur Hunger. Dann ist dein... Ja, dann ist es doch. Du hast es dir doch jetzt geholt gehabt. Also iss. So, und du könntest dann gleich mal gucken. No. Gibt's hier... Oh, hier hinten sind ja viele Leute unterwegs. Aber halt... Niemand scheinbar wirklich interessant ist. Hier unten sind noch die ganze Ecke. Oh, Leute. Hier, hey. Hinter. Da sind zumindest ein paar und wenn da immer wieder regelmäßig neue dazukommen, vielleicht gar nicht mal uninteressant. Ja, gibt keinen Grund aktuell. Du musst auf Klo, realisierst du das nicht? Manchmal also wirklich. So, könnten wir den Hans Wurst mal rausschmeißen, bitte? Und zwar Ask to Leave. Ihr steht euch so gut. Komm an, weg mit dem. Er tanzt und du so, nope. Ah, bye bye. Hier, dance mit Barack Obama. Los, tu das. So, find ein paar Sachen bitte heraus. Deswegen bist du hier. Kannst du auch noch dich ihm hier vorstellen. Den Typen kennst du bereits. Okay, er ist gemein, dann kannst du den eigentlich gleich von Anfang an ignorieren. So, und du willst unbedingt Sport treiben. Stell dich einfach mal allen Leuten hier so ein bisschen vor. Obwohl der Kollege auch so ein bisschen gerade mit beschäftigt ist. Wo ist Obama schon wieder hin? Oh Mann, ey, das wird so nix. Obama, mach du mal den ersten Schritt. Get flirty. Du. Weißt du was, du fängst jetzt mal bitte ganz kurz an, das ganze Zeug hier durchzuarbeiten. Du gehst hier raus und kannst mit ihr nebenbei ein bisschen reden. So, gucken wir mal, ob das jetzt auf die Hinsicht funktioniert. Ja, tut es. Und du hast gerade irgendeine Sache dabei entdeckt. Not bad. Ja, scheinbar muss tatsächlich er hier einfach die ganze Sache übernehmen. Ja, sag mir bitte nicht, dass es mit zwischen den beiden einfach nicht funktioniert. Ja, zum Beispiel, hier ist überhaupt keine Romanze dahinter. Well,
Okay, also zwischen den beiden wird es vermutlich auch nicht passieren. Oder muss ich wirklich gucken, dass ich eine bessere Situation aufbaue? Denn ich habe nämlich in vielen Situationen wirklich überall... Habe ich hier überhaupt? Nö, ich habe hier kein Poster, das irgendwie die Stimmung beeinflusst. Weil es kann ja immer sein, dass man halt irgendwelche Auras aktiviert hat, die das dementsprechend anders hier behandeln. Warum rennst du schon wieder weg? No! Come on. Wir wollen das hier alles ein bisschen wenigstens versuchen. So, du bist wieder zu Hause, also darfst auch du... Mach mal Essen. Mach mal bitte was. Warum kommt ihr jetzt hier alle hergerannt? So, hast du das Zeug jetzt abgearbeitet? Yo, hast du das Zeug hier abgearbeitet? Yo, scheinbar. Dann gehen wir hin, Water nebenbei, Harvest Plants. Sehr schön, das kann sie auch nebenbei machen. Und du hast auch schon wieder Hunger, meine Fresse. Ihr habt alle zu häufig Hunger. So, probier du mal bitte ebenfalls. Echt ein bisschen voranzukommen. Interessant, wie... Aber warten wir erstmal die Situation hier ab. Traust du dich? Irgendwas zu machen? Kann man. Okay, dann halt nicht. Grab a serving. Das ist ja schon wieder zu viel. Und der Kollege steht ja auch rum wie ein Butler. So, was ist dein Problem? Nimm dir was zu essen. Scheint dir aktuell das größte Problem zu sein. Ja, embarrassed. Das heißt also, Obama ist auch scheinbar nicht die Person, die interessant sein könnte für uns. Man kann sich der eigentlich auch mal vorstellen. Stell dich mal der Person hier vor. Telefon bei dir? Bei irgendjemanden? Keine Ahnung. Also wenn das mit Obama auch nicht funktioniert, dann schmeiße ich ihn wieder raus. Ah, bei ihr ist es. Oder auch nicht. Es hat zweimal geklingelt. Er ist traurig. Oh, Brighton Day. Compliment Outfit. Was willst du denn hier? Go the fuck away. Hier. Shabini Jabit. Turp System. Shame Corbeth. Yakula Brugi. Finden wir ein paar Sachen über ihn heraus. Interessanterweise hat er aber angeblich nur einen Trade. Ach nee, er hat einfach nur Unknown Career und mehr nicht. Vielleicht hat er gar keinen Charakter. Dementsprechend ist er vielleicht traurig. Einfach so ein paar Leute herausfinden. Weißt du was? Vielleicht versteht ihr euch beide so ein bisschen besser. Ask if single, was ein bisschen Schwachsinn ist, aber was soll's. Compliment, Brighton Day. Was willst du denn hier? Hau ab! Nobody likes you. Oh, hey. Oh, der rennt weg. Warum lässt du ihn wegrennen? No! Gib ihm keine Chance! Was machst du? Warum willst du jetzt einfach mal tanzen? Meine Güte, ernsthaft ist was. So, Federico, was machst du? Tanzen. No. Weißt du was? Du gehst jetzt dahin? Und sie muss auch schon wieder auf... Ja, es wird immer schwerer, Leute mit ihren Statuswerten hochzuhalten und gleichzeitig auch mit Sachen voranzukommen. Nein, nicht immer dahin laufen, nur weil ich mich leicht verklicke. Meine Güte. Deep Conversation. Komm, aufhören zu tanzen. Beide reden. Nope, nicht mit Sarah reden. Dankeschön. Get to know. So, und ihr habt auf einmal eure Gespräche abgebrochen und habt auch scheinbar keine Lust, miteinander weiter zu reden. Okay, doch. He's a genius. Seid ihr das nicht beide? Ja, setzt euch hin, redet ein bisschen.
Du. Express admiration. Kompliment. Come on. Mit irgendwem wird's doch jetzt hier funktionieren, oder? Sich irgendwer mit irgendwem versteht. Ibarra? Wigtau. Wexa? Ihr redet einfach nur miteinander. Ihr habt gerade komplett meine Ansage ignoriert. Okay, das gibt einfach nur ein Plus. Mach mal Embrace. Bin mal gespannt. Das macht jetzt zwar nur im Stehen. Ich bin gespannt, ob das zulässt. Oh, tatsächlich. Hat das überhaupt keine Auswirkungen? Aktuell wirklich nur Freunde. Hm. Come on. Nächster Schritt. Wow. Es funktioniert. I am surprised. Pickup Line. Wow, vielleicht haben wir hier tatsächlich ein paar Leute gefunden, die es miteinander funktionieren können. Lassen können. Obama ist schon wieder weggelaufen. Wow. First Kiss ist möglich. Wow, ist das neu. Ah, weißt du was? Lassen wir das ihnen mal machen. Look deeply into eyes. Wow, das ist eine Option, die ich noch nicht mal kenne. Snuggle. Wow. Holy moly. Make a move. Tickle mercilessly. Wow. En fabulovo. Junge, wehe, du rennst jetzt weg, weil du verdammt nochmal duschen musst. Interessant, jetzt ist aber auch hier die erste Kussfunktion verschwunden. Du liegst schon nicht jetzt schlafen! Don't cock block! Come on! Ihr seid so weit jetzt gekommen. Wir behaupten einfach mal, dass es ein Kuss war und nicht einfach nur keine Ahnung, was man das sagen soll. Yo! Selfie! Hashtag First Kiss! Oh, und die nimmt natürlich... raus da! Pfui! Hier schlafen gehen. Also was? Ja, wir gehen soweit. Oh, Passionate Kiss. Passionate Kiss ist genial. Wunderbar. Ich würde sagen, so beenden wir den Tag heute. Simba. Hell yeah. Okay, wer ist noch wach, Herr Obama? Obama muss mit den Nachrichten aktuell bleiben, während alle anderen sich schlafen gelegt haben. Also, es freut mich zu sehen, dass es wenigstens bei einem Pärchen funktioniert. Wunderbar. So, ihr beiden schläft hier, also gehst du auch nochmal hier hoch, obwohl ihr vermutlich beide nicht zusammenkommen werdet. Whoop. Whatever. Wunderbar. Wow.
Flirtwert höher als Freundschaftswert. Sehr schön. Also es ist definitiv nicht unbedingt automatisch eine Sache von der Gefühlslage. Tiffany McAdams und Derek McAdams haben Pregnancy gestartet, Hillary McAdams und Benjamin McAdams. Und Obama hat Geburtstag und du stehst auf, weil du unbedingt duschen musst. Du stinkst also so unheimlich, dass du mitten in der Nacht davon aufgewacht bist. Beeindruckend. Beeindruckend. So, Obama-Lein, wie sieht's aus? Du wirst ein Erwachsener, ne? Okay, da steht nur, dass ich jetzt, dass ich ihn jetzt älter machen soll. Dann steh auf. Und nicht backe, koche. Und ich hoffe, dass du dabei nicht... Ist abgelaufen, oder? Ne, 14 Minuten noch, rein damit. Okay, dann back deinen eigenen Kuchen. Oh, es ist schon wieder Montag. Oh boy. Wochenende ging zu schnell rum. Aber wir haben scheinbar immerhin unser allererstes Pärchen gefunden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Zwar langsam... Aber es ist einer. So, die Frage ist dann immer noch, schafft vielleicht Madame Rebecca Obama zu bekommen? Wenn nicht, schmeiße ich ihn raus. Ganz simpel. Du bist schon wieder fertig. Was gar nicht mal... Achso, du hast erst... Jetzt musst du erst in 2 Tagen wieder arbeiten. Du hast so einen blöden Arbeitsrhythmus. Unglaublich. Okay, du... Gehst dann aber trotzdem nochmal schlafen. Oder? Lass ich ihn jetzt extra wach, weil Obama einen Kuchen macht und dann halt älter wird. Könnte man. Mach ich aber nicht. Wenn ich ihn eh eventuell rausschmeiße, dann ist mir eh egal. Yeah, guys. I'm older. Natürlich jetzt ein bisschen traurig im Endeffekt, wenn man bedenkt, er hat ja theoretisch seine Familie noch. Ja. Ha, nichts hat sich verändert. Oh doch, ich muss auf Klo. Verdammt. Hat seine Blase eingetauscht, um älter zu werden. Dann kannst du im Endeffekt auch gleich duschen gehen. Ja, duschen und dann sauber machen. Yikes. Viel Spaß in der Sache da drin zu stehen. So, und irgendjemand, ja, du solltest vielleicht aufstehen. Denn auch du könntest... Ah ja, nimm dir ein Stück Kuchen. Obama macht extra einen Kuchen, keiner ist dabei. Und dann kriegt er nicht mal das erste Stück. Arme Sau. Ja, dann würde ich sagen, danach gehst du hin, spielst noch ein bisschen Videospiele. Und wer anders denn noch wach ist oder schon wieder wach sein könnte, du könntest schon wieder aufstehen. Aufstehen und als erstes ebenfalls duschen gehen. Alle anderen Werte gehen aktuell noch. Mhm, du könntest aufstehen. Du bist schon wieder sauer. Aus nicht vorhandenem Grund. Soll mir recht sein. Du musst erst in 2 Tagen ebenfalls wieder. Okay. Das heißt also, was mache ich mit dem? Obwohl ihr beide, hey, ihr könnt auch beide genau jetzt diese Zeit ausnutzen. Was zur Hölle machst du schon wieder? Also, du bist aufgestanden. Dann kannst du jetzt auf Klo gehen. Und dann kannst du mit Obama noch ein bisschen abhängen, denn ihr beide... Nee, du bist nicht Genius. Das ist eigentlich interessant. Ich meine, ist nicht unbedingt das Wichtige, aber... Ich dachte, sie wäre einer. Wer von denen ist denn einer? Du bist keiner? Keiner ist Genius? Ha. Ich dachte, von denen wäre einer einer. Hm. Dann eben nicht, wa? Nimm dir den Happen. Ralph, Ivy. Irgendjemand, den ich nicht angucken darf. Jemand, der gerade definitiv die Treppe runter teleportiert ist.
Geh mal auf Klo bitte. Und dann nimmst du ebenfalls ein Stück Kuchen. So, Obama, wie lange zur Hölle brauchst du bitte, um das Zeug sauber zu machen? Eine Amtszeit? Holy shit. Okay, wie sieht's mit dem Zeug aus? Okay, da brauche ich dich eh nicht fragen. Warum ist das Ding offen? Talk to plant, collect, take, cutting, evolve. Wir können das Zeug mal wieder evolven. Wir wollten, aber... Okay, Obama. Du darfst dir auch ein Stück Kuchen nehmen. Hast du immerhin selbst gemacht. Und Mädel, was mit dir? Du bist einfach nur da. Das ist aber nett. War das extra, dass Obama sich hinsetzt, dass du mit dem ein bisschen weiterreden kannst? Oder auch nicht? Hat einfach nur gewartet, bis er kommt, dass sie wieder aufstehen kann. Na, setz dich hin. Und red ein bisschen mit ihm. Get to know. Machen wir so ein paar grundlegende Sachen. Discuss interests. Ich könnte so ein bisschen übereinander herausfinden. So, Mädel. Fand es fast wieder hoch. Ambitious. Ist hier irgendjemand draußen, der interessant sein könnte? Andrew Lawrence. Das könnte doch einer für dich sein, oder? Oder ist es sogar einer für... Warum kann ich mit dir reden? Nicht reden. Hey. Hey, Spiel. Okay, nur MC Command Center. Ich könnte dich schwanger machen, wenn du wolltest. Ist hier niemand? Holy shit, wie es denn aussieht. Und übrigens immer noch diese verdammten beiden Homework-Dinger, da die ich nicht entfernen kann. Was weiterhin super bescheuert ist. Okay, die sind wach. Du hast gerade niemanden, mit dem du theoretisch reden könntest. Das heißt, geh ein bisschen Instrument spielen. Ist vielleicht gar nicht mal falsch. Denn das hast du noch nicht voll. Nein, du sollst nicht Fort Cumley beschwören. Ah, das ist ein Teenager. Teenager können mir voll am Hintern vorbeigehen. So, warum stehst du da, als gäbe es keinen Morgen? Iss den Salat. Ja, ihr könnt dann noch ein bisschen weiterreden. Könnt über allerhand Sachen reden. Und was willst... Okay, sie hat vermutlich nichts Besseres zu tun. Deswegen... Joker Politicians. Yeah, no. Ganz falsche Idee. Ganz falsche Idee. Ist hier niemanden, der sonst entlangläuft, mit dem man irgendwie reden könnte? No, alter Mann. Noch ein alter Mann mit Fedora. Ist vermutlich aktuell einfach zu früh noch. Mhm. No, hör auf damit. Also was? Geh einfach mal verdammt nochmal ein paar Runden schwimmen. Bevor du so überhaupt nichts tust. So, was brauchst du? Du brauchst Programming, das hast du gemacht. Hast du zumindest den Anfang schon mal. Du Sit-Ups. Weißt du was? Warum nicht? Mach, was du nicht lassen kannst. Miss Aubrey, wie sieht's aus? In 2 Stunden musst du zur Arbeit und wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir das nicht miterleben werden. Wo bist du? Ach, du bist da und redest mit denen einfach nur. Lass die beiden einfach mal ganz kurz in Ruhe, während ihr einfach mal so ein bisschen weiter redet. Auch dich lasse ich einfach mal so machen. Mr. Goodwin. Will ich über den was herausfinden? Wir können es aber... Oh boy. Oh boy. Du bist... erkältet. Wer hat das Zeug für das Erkältung? Jo, du hast das. Ah, ne, schwupps. Dann gehst du ganz kurz hin, trinkst einen davon. Einer tut's vollkommen und dann stellst du dich dem vor.
will nicht wissen, wie die Krankheit heißt, dass du aussiehst, als hättest du irgendeinen Tiger-Anfall gehabt. Who knows? Go to work, sehr schön. Damit ist er weg. Haben ein bisschen bessere Übersicht. Ihr versteht euch auf einmal richtig gut. Holy shit. Express admiration. Get to know. Share brilliant ideas. Tell engaging story. Mädel, was ist mit dir los? Du stehst jetzt bitte nicht nur einfach nur rum, sondern nutzt die Zeit auch ein bisschen. Tja, mit dem kannst du gerade aber nicht reden, das ist das Problem, wa? Was mit dir? Du kannst doch auch mal hingehen und ein paar Sachen rausfinden. Ask if single. Brighten Day. Compliment Outfit, obwohl das auch wieder eine Lüge wäre. Get to know. Flatter. Give Pep Talk, warum nicht? No, nicht MC Center. Ask him. Oh, Romantic. Oh my. Und jetzt rennt er weg. Na, ich kann nicht das verhindern. Ich will noch ein bisschen mehr über ihn herausfinden. Und diesmal Send Alone. Und ihr habt eine sehr interessante Idee, wie ihr miteinander kommuniziert. Ihr guckt euch... Ah, jetzt guckt euch an. Enthuse about interests. Oh, Perfektionist ebenfalls noch. Die würde ich am liebsten das komplette Gesicht umformulieren. Das geht so... eher weniger in Ordnung, aber... Könntest du vielleicht noch den letzten Trailer rausfinden? Ansonsten, du bist schon wieder verdammt hungrig. Und du musst in 5 Stunden arbeiten. Wow, shit. Dann würde ich sagen, ihr könnt beide hier hingehen, während du dann was zu essen machst. Mach ein paar Pancakes. Und ihr redet immer noch miteinander. Wow, beeindruckend. Und du könntest dich auch mal umziehen. Aber, weißt du was? Ihr versteht euch so gut. Probier einfach mal Confess Attraction. Nope. Scheinbar nicht. Okay, also, es scheint nicht der Fall zu sein, als What's so funny? Federico noticed everyone's grinning and laughing, but chat windows disappear when he comes around. He can't pretend not to notice or confront the team. Ignore. Great mention now when to stay off the riff-raff, whatever the joke was, it passes and Federico is happy to see more camaraderie among the team. Ja, also scheinbar Obama ist nicht jemand, der hier reinpasst. Denn diese Smooth Recovery Sache ist zwar nett, aber so wirklich bringen tut's das nicht. Und dementsprechend... Move Household? No, das wollen wir nicht. Ich würde sagen, dann ziehen wir ihn ja auch gleich wieder aus. Ist zwar blöd. Schwimmst du immer noch? Mädel. Es reicht. Du hast für ein gefühltes halbes Jahrzehnt jetzt da drin herumgeschwommen. Raus da. Ja, und ich würde sagen, ich gehe jetzt tatsächlich gleich hin und schmeiße ihn wieder raus. Denn er hat jetzt mit 2 unterschiedlichen Mädels versucht, aus der gleichen Familie, was eh schon höchstes Level Tabu ist. Und dementsprechend, ja, das ist es nicht. Damit hat sich Mr. Obama verabschiedet, hat realisiert, dass seine wahre Liebe doch bei Michelle liegt und ist dementsprechend wieder zurück. Okay. Na, hörst du damit auf? Es ist ja anstrengend mit dir. So, ist hier irgendjemand gerade unterwegs, mit dem man reden könnte, der nicht 300 Jahre alt ist? Nope, scheinbar nicht. Oh, ihr umarmt euch. Ist ja niedlich. Ja, du stehst schon wieder da unten. Ich glaube, ich mache das auch hierbei zu, damit die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, hier reinzulaufen. Denn die Tür ist zu und bleibt zu. Deswegen, die Idee ist super toll, bis man realisiert, dass sie jede Sekunde ausnutzen,
um dahin gehen zu können. Jetzt ist da ein Dings drüber gemacht. Okay, mache ich so. Oh, interessant. Da wird dann automatisch das drüber gemacht. Egal was ist. Wenn zu, dann zu. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich echt richtig doof. Vor allem, ich kann dann auch nicht hingehen und nothing can be cloned. Ach so, weil das kein Dings ist. Das ist Stein als Farbe, ne? Lass uns kurz gucken. Ist das hier? Der hier, ne? Ja, und den kann ich nämlich nicht darüber schmeißen. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie man das theoretisch machen würde. Sind auch so immer so ein paar Sachen dabei, bei denen ich selber nicht weiß, wie es funktioniert. So, ich weiß, wie man das daran macht. Aber wie mache ich es wieder weg? Ich weiß, es gibt die Möglichkeit, einfach Concrete auszuwählen. Das ist es im Endeffekt. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie man von hier wieder über zu Gras gehen kann. Das sind so ein paar Sachen, die ich einfach noch nicht weiß. Ich meine, im Endeffekt ist es jetzt nicht schlimm oder ähnliches, aber... Ein bisschen nervig ist es aber gleichzeitig trotzdem. So, jetzt kommt die Umarmung, während du was zu essen in der Hand hältst. Nope. Jim Edgar. Friendly introduction. Come on, let's go. Nimm dein Essen, auch wenn es komisch ist. Und stell dich vor. Gleichzeitig du könntest auch mal was zu essen nehmen. Und du genießt deine Zeit hier oben. Könntest du aber auch anders machen, aber das Problem ist, hier ist niemand. Weißt du was? Geh an den Rechner. Und Troll des Forums. Socialize, Troll des Forums. Okay, discuss interests. Ask if single. Brighten Day. Die üblichen Sachen einfach. Get to know. Und finden ein paar Sachen. Oh, ein Coworker sogar. Interessant. Aber er hat scheinbar die andere Richtung eingeschlagen. Und zwar Comedian, ja. Music. Oh. Ich meine, nachvollziehbar logischerweise. Gleichzeitig auch so ein bisschen, aber... Obwohl, wenn er Comedian ist, eher weniger. Aber vielleicht haben wir hier tatsächlich zwei Leute gefunden, die zusammenpassen. Das wäre doch schick. And use about guitar solos. Und du musst dringend auf Klo. Also gehst du bitte dringend mal auf Klo. Und dann redest du mit ihm weiter. And use about guitar solos. Discuss work. Auch wenn ihr gerade nicht arbeitet. Obwohl, ihr müsst beide vermutlich bald ein paar Stunden wieder arbeiten gehen. Na, hörst du bitte auf, jedes Mal zu diesem verdammten Grab zu rennen. Vor allem, wie gut hast du dich mit dem Kollegen überhaupt wirklich verstanden gehabt? Ich meine, klar ist der Vater trotzdem, aber trotzdem auch gleichzeitig wiederum. Vor allem die Mutter ist überhaupt nicht dran. Ne? Destroy! Holy shit, what? Lass mich mal ganz kurz gucken. Okay, also ich kann... No? Und... Fort... Die Urne wird nicht anerkannt. Man kann die Urne zerstören, aber keiner erkennt die Urne an. Das ist deren Mutter. Holy what? Ich würde ganz gerne noch diese anderen Traits von dem Kollegen herausfinden, denn Music Lover ist ein guter Anfang. Ich will nicht wissen, was du da gerade machst. Also das überrascht mich, dass die alle Elisa so überhaupt nicht mehr auf dem Radar haben und wer hat es schon wieder kaputt bekommen? So, stell ich dem Typen vor. Nope, umdrehen, raus. Umdrehen, raus. Geht doch. Ja, und du gehst jetzt mal hin und reparierst das. Ist mir scheißegal, ob du es kannst oder nicht. Brighten Day fangen wir mit der Sache an, weil dem Typen nämlich langweilig ist und... Da kann man nicht unbedingt die besten Konversationen tatsächlich halten. Flatter. Get to know.
Damit sollten wir ein paar Sachen rausfinden können. So, ihr? Du redest immer noch mit ihm, aber er ist auch gleichzeitig mit anderen Sachen beschäftigt. Und du musst unbedingt mal duschen gehen. Dann tu das. Malek. Malek was? Malek Finlay, okay. Hast du irgendwas? Ein Geek. Bist du Geek? Nope. Ich meine, ist nicht schlimm, aber... Nope. Discuss latest games. Das kannst du sogar tatsächlich machen. Tell engaging story. Talk about art. Oh ja, sie ist ein Art Lover. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unpassend. Nur überraschend. Vielleicht eher gesagt. Unpassend. Ich mag nicht immer sagen, dass Sachen stereotypisch sind oder halt eben nicht. So kann man... Könnt ihr aufhören, das Zeug? Ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommt. Ja, Mob mal. I should really get going, nachdem er hier reingegangen ist. Er hat vermutlich das ganze Chaos gesehen und er sagt, nope. Die Option kommt gar nicht erst in Frage. Tja, du darfst es jetzt auch noch sauber machen. Du hast vermutlich nicht den Clean. Nope. Am besten wäre vermutlich einfach den einen Trade zu kaufen, der das Saubermachen insgesamt super schnell macht. Ich weiß, es war ein bisschen witzfrei vielleicht für diese eine Sache jetzt, aber was soll's. Was machst du? Wo rennst du jetzt hin mit dem Mob? Wo ist jetzt... Oh, da ist noch eine Sache kaputt. Holy moly. Und du musst zur Arbeit. Okay, du... Ja, weißt du was, du bist mit der Sache beschäftigt. Reparier mal das Zeug, hör auf mit dem Saubermachen, hör auf zu essen. Nope, umdrehen, 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 umdrehen. Nicht die Treppe. Ich hab nur abbrechen gesagt, meine Güte. Und warum stehst du da, als gäb's keinen Morgen? Geh auf Klo, bitte. Und schreib mal deine verdammten Bücher weiter. Jetzt kommen wir ja überhaupt nicht weiter. Resume writing, Timmy ate the glue. Holy shit, wir sind immer noch nicht weit. Wir sind gerade mal Stufe 4 von 8. Und oh boy, ihr werdet beides bald älter. Was wohl bedeutet, dass wir euch bald den Trank trinken lassen müssen, weil sonst werdet ihr alt und schrumpelig. Und keiner wird euch haben wollen. Und das können wir ja nicht zulassen. Warum ist die Nase immer noch da? Musst du nicht arbeiten? Ja, sehr schön. Hat's auch realisiert. Du brauchst aber unendlich lange für diese verdammte Toilette. Okay, sie hat mit dem Schreiben begonnen. Dann gucken wir dir weiter zu, wie du im Bikini mit Klowasser romantierst. Auch eine Art von Wassersport. Aber hast es bald. Während immer mehr Wasser auf dem Boden ist. Und sie hat gerade an Medizin gedacht. Und ich hoffe, das bedeutet nicht, dass sie krank... Oh boy, was ist denn hier unten schon wieder los? Dann gehst du vielleicht auch da unten hin und machst sauber. Tja. Wer Obama weglaufen lässt, muss kurz damit leben, dass er halt sich jetzt um andere Sachen kümmert. Man merkt auch wirklich dadurch, dass ich mich jetzt nicht um die Arbeit die ganze Zeit kümmere mit Aubrey. Wir können bei Weitem mehr Sachen auf einmal machen. Dementsprechend... geht das auch erstmal in Ordnung. Wie lange musst du arbeiten? Bis 7. Das ist noch ein Ticken. Ah, dementsprechend, ja, du solltest vielleicht was essen. Aber dann wirst du dich auch schon wieder ans Programmieren machen. Program, Practice Program. Bro-Hug someone. Ich will gar nicht wissen, wie ein Bro-Hug aussieht. Wen haben wir denn hier? Wade Penn. Super ein Teenager. Rolando Parrot. Okay. Kannst du dich dem nicht vorstellen? Aber du hast vermutlich... Ah, du hast auch schon wieder Hunger. Wer läuft denn hier jetzt aktuell lang? Quincy Tomato. Der Teenager. Eine Handvoll Kinder, die ich nicht kenne.
den Typen. Ja, wir müssen definitiv weiter daran arbeiten. Denn eine Person ist gut, da werden wir auch, wenn sie zurückkommt, versuchen, ihn zum Freund zu machen. So, weißt du was? Cheyenne Mayer hat ein Kind bekommen. Mein Glückwunsch. So, was ist eigentlich dein Dings? Drei Freunde haben und sich 10 Sims vorstellen, alles klar. Also im Endeffekt genau das gleiche, was Obama hatte, ne? Ja, beides auf Level 0 noch. Also hier ist noch Arbeit. Du müsstest theoretisch auch noch weiterarbeiten, aber der Witz ist, ich möchte eigentlich nicht weitere Feinde mehr suchen, solange ich nicht jemanden habe, wo ich sicher sagen kann, hey, wo ich mir nämlich jeden zum Feind mache oder jemanden zum Feind mache, den ich mir nicht zum Feind hätte machen sollen. Und der ist gerade verschwunden, vielen Dank. Ich wollte gerade gucken, wer es ist und mich eventuell ihm vorstellen, aber das wurde mir nicht gegönnt. So, wann musst du wieder arbeiten? In 2 Tagen, okay, dann ist es egal, dass du jetzt noch wach bist. Sonst hätte ich dich ins Bett geschickt, damit du noch ein bisschen Energie bekommst. Ach man, die nächste Sache ist kaputt gegangen. Es ist so ätzend. Das Problem ist, ich kann das definitiv nicht einfach reparieren. Denn ich glaube, da ist die Chance größer, dass man sich da verletzt. Oder in dem Fall einen Schock bekommt. Weißt du was? Stell dich mal ihm vor. Vielleicht ist ein Hearthstone-Spieler genau deine Sache. Versuch einfach. Theoretisch hättest auch du das machen können, aber auch du... Doch, du bist theoretisch ein Geek. Du hättest dich theoretisch ihm auch vorstellen können. So, du bist wieder da und du hast Hunger, also mach was. Nicht have a quick meal. Surf dinner. Mach Mac and Cheese. Solange es kein Grilled Cheese ist, alles okay. Oh, is playful. Ask if single. Brighton Day. Ask about career. Das ist auch die Frage, ob derjenige, der das Ganze hier erstellt hat, ob er ihm tatsächlich die Videospielkarriere gegeben hat. Das wäre interessant. So, der Witz ist vor allem, selbst wenn dies mit den beiden nicht funktioniert, ich könnte dann die Connection nutzen, dass wir den rufen, vielleicht sogar für halt Rebecca eher nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit, sehr schön. Startup Entrepreneur. Mhm, ich glaube, das ist die richtige Sache. Ja, glaub schon. Genius. So, du bist immer noch mit deinem verdammten Buch beschäftigt, hast aber langsam ein bisschen Hunger. Du bist dabei. Wie sieht eigentlich dein Reparaturwert aus? 1. Okay. Also das ist ein bisschen das Problem. Diese ganzen Sims haben zwar hier und da mal vielleicht einen Beruf, der ein bisschen höher ist. Get things. Can mod games now. Okay, also er kriegt so langsam die Sachen hin. So, ich würde sagen, ihr beiden ask to be boyfriend. Ist dein Zeug bitte noch auf? Du hörst mal kurz auf damit. Und dann gehst du hin und kümmerst dich um die Sache. Und ich hoffe einfach mal, dass das angenommen wird. Weil dann hätten wir hier die beiden. Oh, das wurde einfach übersprungen. Nope, nicht überspringen. Dankeschön. Ask to be boyfriend. Nicht auf... Warum im Bad? Damit sie da hören kann, oder was? Ribu. Oh, no, so. Du sa? Cheep. Okay. Lymphia Zerpa. Lahoin Fubame. So, das habt ihr jetzt natürlich an einem Punkt gemacht, wo richtig schön eklig ist, wo ihr euch richtig davor ekelt. Super gemacht. Dann weißt du was, du reparierst das und, nein, nicht Zähne putzen, sondern mach das sauber. Aubrey ist uncomfortable und ich weiß nicht, ob das unbedingt hundertprozentig an dem Schmutz liegt. So, du stehst da draußen, als gäbe es keinen Morgen. Dann geh mal hier hin und geh schlafen. Und sie ist auch wieder da. Hey ho. Nimm dir was zu essen. Habt ihr es irgendwann mal? Ich habe gesagt. Geht doch. Wir haben es mitbekommen. Verdammt. Overseer hat gesehen, dass wir immer noch am Reden sind.
Howard Mayer ist vermutlich der Typ, der das Kind da gekriegt hat mit. Oh, Nicolas Cage! Nicolas! Ach, verdammt, der schläft schon. Hier, du hör mal auf. Stell dich Nicolas Cage vor. Stopp, schnipp, schnapp, los. Das ist auch die Frage, wie alt ist denn der? Young Adult, mhm. Da hat auch jemand nicht unbedingt mitgedacht. Das ist interessant, dass wirklich viele Leute einfach hingehen, Leute stellen, die als junge Erwachsene machen. Ich vermute aus dem Grund, dass die vermutlich die normale Erwachsene-Stufe zu kurz empfinden. Denn ich habe zum Beispiel andere Sims gesehen, die halt wirklich halt als Erwachsen schon starten. Und die waren dann auf einmal richtig schnell alt. Level 4 erreicht, wunderbar. Oh, hallo. Ja, den Hintern hat man extremst gut hinbekommen. Nice. Get to know. So, ja. Oh mein Gott. Wir hatten hier schon wieder die Schreckbombe abgelassen und nicht sauber gemacht. Und das ebenfalls. Aber... ja, mach das mal. Aber ich denke, wir sind jetzt ans Ende dieses Teils gekommen. Wir haben es immerhin geschafft, Federico Barbossa in die Familie wirklich aufzunehmen. Haben wir Obama rausgeschmissen, weil wir gemerkt haben, dass es nicht funktioniert. Was im Endeffekt immer noch bedeutet, wir haben immer noch drei Sims, die suchen. Aber wir können jetzt schon mal sagen, dass Emma eigentlich auch schon jemanden gefunden hat. Eventuell ist es tatsächlich Jim Edgar. Aber hier würde ich ehrlich gesagt auch noch ein paar mehr Trades vorher rausfinden wollen. Also würde ich sagen, den holen wir uns beim nächsten Mal nochmal in unser Haus und versuchen noch ein paar weitere Sachen rauszufinden. So, du gehst auch schlafen. Denn es ist Zeit einfach. Und das gleiche gilt vermutlich ebenfalls für dich. Ja, du gehst einfach hier schlafen. Du hast jetzt das Privileg bekommen, dass du... Wo rennst du hin? Oh, Investigate Weird Light. Okay, und so beenden wir den Teil. Mit einer UFO-Entführung. Bis dann.